Hallihallo und willkommen zu Mods im Detail, Industrialcraft Part 5. Diese Folge geht es um die Werkzeuge. Und anders als ich es vielleicht schon vorneweg gesagt hatte, geht es in dieser Folge leider nicht um die Zusammenhänge zwischen Maschinen, Storage und den ganzen Kabeln, sondern das alles werde ich in einer weiteren sechsten Folge bringen und zwar gleichzeitig zusammenfassend mit Buildcraft. Das heißt, ich werde hinten eine kleine Maschinerie aufbauen, die dann quasi alles enthält und möglichst viel zeigen soll. Aber diese Folge geht es, wie gesagt, bloß um die Werkzeuge. Fangen wir an. Scrapboxen. Scrapboxen sind simpel, einfach neuen Scrap zusammengelegt und können quasi alles Mögliche enthalten, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Scrap, wie man es bekommt, habe ich schon gesagt, in der zweiten Folge, wenn ich mich nicht irre, und zwar in dem Recycler. Man kann es entweder halt für den Massefabrikator verbrauchen oder wenn man den Massefabrikator nicht betreiben will, kann man auch einfach Scrapboxen rausherstellen und diese einfach mit Rechtsklick öffnen. Und was passieren kann, hier kann alles Mögliche rausdroppen. Und wie gesagt, es sind unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten, von der Wooden Hoe bis zum Diamanten kann quasi alles rausdroppen. Und natürlich macht es auch Haufen Müll. So. Gut. Das waren eigentlich schon die Scrapboxen, mehr gibt es auch nie zu sagen. Machen wir weiter mit den bereits bekannten Sachen erstmal. Und zwar dem Tree Tab. Der Tree Tab, wie gesagt, ist dort hinten für die entweder für die Rubber Trees oder für die Boost Barrels zuständig, um dort entweder halt das den Gummi rauszuholen oder direkt das Bier aus der Boost Barrel rauszuziehen. Andere Möglichkeiten für den Tree Tab gibt es nicht. Es gibt allerdings eine elektrische Variante von diesem Gerät. Einfach ein Electronic Circuit, eine Batterie und schon hat man eine elektrische Variante. Und diese funktioniert haargenau gleich wie die normale. Man rennt einfach zu einem Baum hin, sucht sich eine schöne Stelle aus, die hier, Rechtsklick, fertig. Ob das Ding mit dem Boost Barrel funktioniert, habe ich jetzt gar nie getestet, aber das kann ich einfach probieren. Nein, funktioniert nicht. Also hier muss ein normaler Tree Tab rein. Wie ihr den Tree Tab wieder rausklickt, ein Linksklick. Das habe ich gestern vergessen zu sagen, beziehungsweise in der letzten Folge. Gut. Das zu den Tree Tabs, mehr gibt es zu den Dingern leider nicht zu sagen. Also weg damit. Und weiter geht's am besten. Upp. Weitere bekannte Sachen. Der UV-Scanner, der OD-Scanner, auch bereits bekannt. Und zwar sind das die beiden Geräte zum Scannen der Mineralien im Boden für den Miner. Allerdings können diese Geräte auch von Hand verwendet werden und geben dann quasi Aufschluss, was für Mineralien im Untergrund sind. Allerdings geben sie diese Mineralien bloß als Wert an, wie ihr lesen könnt. Hat jetzt der Boden hier unten drunter einen Wert von 96 und dieser wird für jede Mineralienwart zusammengerechnet. Je höher die Zahl ist, desto mehr Erze sind quasi im Boden vorhanden. So, und der OD-Scanner macht quasi genau das gleiche, nur halt bis einer kleineren Reichweite. Gut, machen wir hier weiter mit dem Insulation Cutter. Der macht das, was er eigentlich auch heißt. Der schneidet Isolierung weg. Also sprich, wenn ich jetzt sage, ich brauche jetzt unbedingt das Gummi hier wieder, kann ich glaube mit einem Moment, upp, mit einem Linksklick kann ich hier das Gummi wieder von den Kabel entfernen. Und das dürfte theoretisch für alle Kabel funktionieren. Bup, 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 zack, und da kriegt man die ganze Isolierung wieder. Irgendwann geht das Ding auch kaputt. So, mehr gibt es zum Installation Cutter nicht zu sagen. Weiter geht's. Der Painter, den CF Sprayer und das CF Backpack. Habt ihr ja gestern schon in Aktion gesehen? Der Painter kann auch dazu benutzt werden, um die Kabel anzumalen. Das ist auch relativ wichtig. Geben wir uns einfach zwei verschiedene Arten von Paintern, zum Beispiel Orange und Magenta. Ja, Orange auch. Und dann können wir Kabel, die nebeneinander liegen, voneinander trennen. Nehmen wir jetzt einfach zwei verschiedene Kabel, drei verschiedene Kabel und sagen, wir möchten die jetzt voneinander trennen. Wenn sie keine Farbe haben, werden sie sich automatisch mit Farben connecten. Das funktioniert also. Allerdings, wenn man jetzt sagen möchte, möchte die Kabel wirklich voneinander trennen, nimmt man hier einfach andere Farben und flupp,
werden sie wirklich komplett voneinander getrennt und können keine Energie übertragen. Und das ist eigentlich für kompakte Gerätschaften sehr, sehr hilfreich. So, machen wir es kurz weg. Klick, klick, klick. Gut. Mehr gibt es zum Paint auch nicht weiter zu sagen. Das CF-Backpack und der CF-Sprayer haben keine anderen Nutzen aus den Nutzen, den ich gestern bereits gezeigt hatte. Hier hinten mit dem Zement. Und ja, ansonsten, die Dinger sind in dem Punkt eigentlich sonst relativ sinnlos. Der Painter halt auch zum Zement anmalen oder halt für die Kabel. Der EU-Reader, den habe ich ja auch schon öfters verwendet, ist im Endeffekt dafür da, um hier auf den Faden oder beziehungsweise sogar in Storage-Einheiten die EU zu messen. Hier fließt zum Beispiel jetzt kein Strom. Allerdings ist es so, dass wenn man an einer MFSU, zum Beispiel an einer Storage-Einheit, sowohl Energie einführt, also ausführt, dann zeigt dieser immer den doppelten Wert an, da quasi die Werte dort addiert werden. Und mehr gibt es eigentlich nicht groß zu sagen zum EU-Reader. Gut, und damit hätten wir den auch abgeschlossen. Gut, dann machen wir weiter mit den Standardgeräten, also erstmal die ganzen bronzenen Sachen. Diese sind im Endeffekt genauso wie die eisernen, allerdings ist es so, dass die statt 250 halten die ungefähr 350 Block aus. Zumindest gilt das jetzt für die Axt, für die Spitzhacke und für die Schaufel. Die Hoe hält auch ein wenig länger. Das ist auch noch ein Punkt. Das Schwertschaden ist ähnlich wie das des eisernen Schwertes und hat halt auch eine etwas höhere Durchhaltemöglichkeit oder hält halt mehr Schläge aus. Wichtig ist, dass sowohl dass alles, was Bronze ist, ein wenig langsamer ist als das Eiserne. Also sprich, er kommt einfach nicht so schnell durchs Gestein durch. Ansonsten könnt ihr die gleichen Metalle abbauen oder, na gut, Holz ist ja egal, aber primär ist es einfach so, dass ihr mit der Bronzenspitzhacke die gleichen Metalle abbauen könnt, die ihr auch mit der Eisenspitzhacke abbauen könnt. So, und passend dazu gibt es auch ein Bronze-Set für die Rüstung. Und diese hat auch ähnliche Werte, hält ein bisschen mehr aus und das ist eigentlich alles, was es zu dem Bronzezeug zu sagen gibt. Und ganz ehrlich, getragen habe ich die noch nie. Dann haben wir hier die Composite Vest. Das ist bloß ein reines Brustteil und wird gecraftet mit ja, sowohl Leder als auch Eisen und den sogenannten Advanced Alloys. Und die hat den Vorteil, dass sie nochmal 30 bis 50% mehr aushält wie eine Diamant. Weste. Also damit hält man dann wirklich den Creeper-Explosionen ganz gut stand. Gut, machen wir weiter mit den Static Boots und den Solar Helmet. Die Static Boots sind so, dass sie alle 5 EU, Moment, dass man alle 5 Schritte eine EU erfüllt. Sprich, wenn man weite Strecken läuft, dann ist man mit diesen Dingern relativ gut bedient und füllt nach und nach sein Backpack oder was auch immer, was man so gerade auf dem Rücken geschnallt hat, wieder auf. Allerdings muss ich ehrlich sagen, 5 EU, 1 EU auf 5 Schritte, das ist schon verdammt wenig. Gleiches gilt für den Solarhelm. Dieser füllt 1 EU pro Tick auf und dementsprechend ist es wie eine kleine Solarzelle, die einfach auf dem Kopf sitzt. Allerdings 1 EU pro Tick ist auch nicht so die Masse. Und vor allem gilt es natürlich nur dann, wenn man draußen unter der Sonne arbeitet. Eine weitere Rüstung ist die Rüstung aus Hazmat, Scuba Helmet und Rubber Boots. Und zwar sind die Rubber Boots dafür da, dass Sprünge bis eine Blockhöhe von 10 werden komplett negiert, also es gibt keinen Fallschaden. Allerdings nehmen diese Dinger dabei relativ viel Schaden und nach einer gewissen Weile sind sie kaputt. Allerdings ist die Herstellung auch relativ günstig mit einer Wolle und ein bisschen Gummi und dann hat man schon seine Gummischuhe. Weiter geht es mit dem Scuba Helmet. Dazu gibt es auch die sogenannten Compressed Air Cells. Die sind quasi dafür da, dass man unter Wasser atmen kann. Der Scuba Helmet sucht im Inventar nach Compressed Air Cells und füllt mit diesen dann die Blubberblasen wieder auf. Wenn keine mehr vorhanden sind, dann
gehen die Blutblasen auf Null und man kriegt Schaden, nicht ganz normal. Die Compressed Air Cells werden ganz einfach hergestellt, indem man eine leere Zelle in den Kompressor schmeißt. Und wenn diese Dinger leer sind, von dem Scuba-Helm verbraucht sozusagen, dann kriegt man auch wieder leere Zellen raus und die liegen einfach im Inventar. Die Hazmat Suit ist jetzt noch quasi die Komplettierung des Ganzen. Und zwar hat man, wenn man die vollständige Rüstung anhat, die Möglichkeit, negative Effekte von sich fernzuhalten. Zum Beispiel, wenn man jetzt sich dem Reaktor nähert, wenn man irgendwelche Hungereffekte auf sich drauf hat, Blindheit, irgendwas, was man abkriegen könnte, dann wird diese Rüstung versuchen, das Ganze zu negieren. Und ja, mehr gibt es zu den vier Teilen eigentlich nicht zu sagen. Was sie aushalten, ist jetzt eine sehr gute Frage, das fällt mir jetzt gerade noch ein. Ich glaube, es war weniger als Eisen. Allerdings würde ich das fix nochmal nachgucken, weil ich eh jetzt eine ganz kurze Pause einlegen muss. Gut, und weiter geht's. Ich habe gerade noch fix nachgeguckt in der Wiki. Es ist einfach so, dass in der Wiki nichts verzeichnet ist zum Thema, was die Sachen jetzt genau aushalten. Es stand bloß noch dabei, dass bei den Rubber Boots der Fallschaden auch für höhere Höhen weiter verringert wird. Also sprich, bis zum Beispiel 18er Höhe ist der Fallschaden gerade mal 1. Und dementsprechend, es nimmt dann mit der Zeit schneller zu. Gut, machen wir weiter mit den Rückenteilen. Da hätten wir zum einen das Batpack, das Labpack, das Electric Jetpack und das normale Jetpack. Das Batpack ist eine Möglichkeit, wenn man es auf den Rücken schnallt, seine Gerätschaften wieder aufzuladen, die man jetzt gerade benutzt hat. Zum Beispiel den Wrench, die Handdrill, die Kettensäge, dann das Nanosaber und so weiter und so fort. Denn wenn man diese Geräte benutzt, die haben einen internen Speicher, lernt man dann nicht erstmal die Geräte, sondern vorerst lernt man das Batpack. Wenn das leer ist, dann wird der interne Speicher geleert und danach ist endgültig Schicht im Schacht. Ja, mehr kann das Batpack eigentlich nicht machen. Es wird an sämtlichen Ladestationen kann es geladen werden und hat einen EU-Output von, glaube ich, 32, wenn man das jetzt irgendwo als Batterie einsetzt, was durchaus möglich ist. Die größere Variante des Batpacks ist das Labpack. Kann fünfmal so viel Energie speichern, 300.000 EU in dem Fall. Und damit ist es einfach so gegeben, dass die ganzen Sachen natürlich auch fünfmal so lange genutzt werden können, ehe man wieder zum Aufladen muss. Einziger Nachteil, in Anführungsstrichen, ist, dass man das Labpack nicht an einer kleinen Batbox aufladen kann, sondern mindestens eine MFE braucht. So. Außerdem ist es so, dass es auch keine MFE laden, keine Batbox laden kann. Also sprich, man kann es jetzt nicht irgendwo in eine Batbox reinlegen und hoffen, dass man damit dann die Batbox auffüllen kann. Das wird nicht akzeptiert. Und ähnlich verhält es sich mit anderen Gerätschaften, die quasi direkt von so einer Art Batterie oder halt auch vom Labpack oder Batpack gespeichert werden können, da dieses Gerät, Labpack hier Medium Voltage, also 128 EU pro Tick ausliefert. Und ja, Geräte, die damit nicht umgehen können, können damit nicht umgehen. Fertig. So, kommen wir zum Jetpack und zum Electric Jetpack. Fangen wir mit dem Elektrischen an. Dieses Jetpack ist so, dass man damit rumfliegen kann. Jetzt muss ich bloß eins gucken. Natürlich habe ich jetzt hier noch die Chestplate an. Und wie man sieht, mit Leertaste kann man jetzt rumfliegen. Also einfach normal springen und man kann dann durch die Gegend fliegen. Ob die Bugs mittlerweile alle gefixt sind, denn eine Zeit lang war es so, dass das Jetpack quasi die Höhe, die man geflogen ist, immer wieder zuaddiert hat. Also wenn man jetzt quasi gesprungen ist und wieder gesprungen, dann wurden die Höhen immer dazu addiert und wenn man dann aufgekommen ist, auch wenn man ganz langsam so gelandet ist, so, bupp, ist man plötzlich gestorben, weil man quasi die Rechnung von 150er Höhe oder irgendwas hatte und einfach aufgeschlagen ist, in Anführungsstrichen. Diese Bugs sind hoffentlich gefixt. Außerdem war es so, dass eine Zeit lang im SMP das Jetpack nicht verwendet werden konnte, weil die Player oder die Spieler einfach, wenn einer es benutzt hat und andere hatten es angeschnallt, sind quasi alle Spieler bis auf Maximalhöhe hochgeflogen und blieben dann oben rumhängen. Ist natürlich relativ negativ. Ja, das Jetpack selbst kann bis zu 215 Sekunden benutzt werden. Danach ist die Energie alle, man fällt wie ein Stein vom Himmel. Und das Allerwichtigste ist auch, dass die Maximalhöhe auf 185 begrenzt ist mit dem Gerät. Könnte man ja auch ganz kurz testen.
So, über den Wolken. Ja, also es geht bis 190 und dann versucht er die Höhe zu halten. So. Gut, wie gesagt, wenn das Jetpack alle ist, dann geht es halt abwärts. Das zum Electric Jetpack. Das normale Jetpack hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Der Vorteil ist, dass man mit einer Höhe von 245 durchaus höher fliegen kann. Nachteil ist allerdings, dass das ganze Gerät nur 60 Sekunden plus 6 Sekunden, nee, plus 8 Sekunden im Art Schwebezustand verbleiben kann. Alles, was darüber hinausgeht, ist dann mit einem Absturz verbunden. Und das Jetpack wird geladen an der Canning Machine, deswegen bin ich da hingelaufen. Und zwar packt man das Jetpack hier unten hin, ähnlich wie eine Kanne oder halt das CF-Backpack. Und dann gibt es sogenannte, ich glaube, Biozellen. Ganz kurz gucken. Genau, diese hier. Und die werden aus Plant Balls und so ein Zeug hergestellt. Also alles, was so pflanzlich ist, kann zu Plant Balls verwandelt werden. Und damit kann man dann quasi das normale Jetpack wieder auffüllen. Ich hoffe, dass der Bug gefixt ist. Früher war es so, dass das Jetpack durch eine Ladung von Biozellen nur zum Teil geladen werden konnte, sodass man quasi den Durchlauf durch das Jetpack musste man dreimal hier reinlegen, bis es dann wirklich voll war. So wie es aussieht, scheint das alles mittlerweile gefixt zu sein. Gut, und damit kommen wir zum nächsten Part. Und weiter geht es mit der Nano-Suit und der Quantum-Suit. Diese sind quasi miteinander oder voneinander abhängig. Wenn man die Quantum Suit craften will, braucht man erstmal eine Nano Suit. Diese ist im Endeffekt halt, wie gesagt, der kleine Schwester, kleine Bruder, irgendwas. Und kann 100.000 EU für jedes Teil speichern. Und die Anzahl der EU wird dann in Schaden berechnet. Also sprich, wenn man Schaden kriegt, verliert die Rüstung nach und nach an Lebenspunkten und kann in jeder Ladestation quasi wieder aufgeladen werden. Allerdings glaube ich, an einer Badbox dürfte das auch nicht funktionieren. Aber wie gesagt, MFE, MFSU, alles kein Problem, kann das Gerät oder die Nanosuit ganz ordentlich aufgeladen werden. Ja, ansonsten hat diese keine weiteren besonderen Eigenschaften, wie das mit dem Jetpack und so weiter der Fall ist, oder mit der Hazmat-Rüstung. Dies ist einfach bloß zum reinen Schutz da. Und verzaubern kann man diese Rüstung auch nicht mehr. Das war eine Zeit lang mal möglich. Wichtig ist allerdings jetzt noch zu betonen, dass natürlich, wenn man einen Nanosuit Body Armor trägt, dass gleichzeitig kein Badpack getragen werden kann, weil natürlich der Slot von der gleichen Komponente belegt werden möchte. Also muss man sich dann unten in der Höhle entscheiden, ob man mit der Body Armor rumrennen möchte oder ob man ein Backpack aufschneiden möchte zum Minen. So, weiter geht es mit der Quantum Suit Armor. Die kann ich euch jetzt direkt vorstellen. Und zwar lege ich jetzt einfach die Armor an. Sieht so aus. Und jede einzelne Komponente hat ihren einzelnen Vorteile und Nachteile. Beziehungsweise eigentlich nur Vorteile. Die Boots sind dafür da, um höher zu springen. Dafür braucht ihr allerdings eine Tastenbelegung. Hier müsst ihr in den Controls einfach festlegen. Da gibt es hier unten die neue Key-Funktion Boost Key. Bei mir jetzt auf der linken Steuerungstaste und den sogenannten Mode Switch Key bei mir jetzt auf der M-Taste. Beide sind relativ nützlich und wichtig für Industrial Craft. Genau. Und die Schuhe haben die Möglichkeit, höher zu springen. Dann drückt ihr einfach den Boost Key, also bei mir jetzt Steuerung, Leertaste und dann könnt ihr einfach damit höher springen. Und wie man so schön sieht, die komplette Quantum Suit fängt auch den kompletten Schaden des Fallens ab. Ähnlich arbeitet übrigens auch die Nanosuit Armor, also die fängt auch verdammt viel Schaden ab. Die Hosen sind dafür da, um schneller rennen zu können. Einfach normal schnell rennen und siehe da, man läuft verdammt schnell. Außerdem sprintet man über einzelne Löcher einfach drüber. Gut. Die Body Armor ist im Endeffekt dafür da, quasi den Hauptschutz zu bilden. Zusätzlich bietet sie die Möglichkeit, euch weniger entflammbar zu machen. Sprich, entweder brennt ihr weniger, ihr kriegt weniger Schaden und das Feuer löscht sich quasi von alleine und schneller. Und der Helm ist dafür zuständig, euch
im ersten Part zu füttern. Das soll heißen, dass er seine Energie dafür aufwendet, Fleisch oder irgendwas, was hier im Inventar ist, dazu zu verwenden, euch eure Hungerleiste voll zu halten. Außerdem ist er, wenn ich mich nicht irre, auch dafür da, euch von negativen Zuständen zu befreien. Ob das jetzt der Fall ist, das müsste ich jetzt mal ganz kurz gleich testen. Wollte ich jetzt zwar eigentlich machen, aber jetzt trinkt es. Genau. Jetzt habe ich hier zum Beispiel Mining Fettige Öl drauf. Wupp. Und normalerweise sollte dieser Helm jetzt dafür sorgen, dass es runtergeht. Allerdings kann es sein, dass manche Zustände sind ja auch positiv. Bei dem weiß ich es jetzt gerade nicht. Aber ist egal. Auf jeden Fall, der Helm sollte eigentlich auch negative Zustände entfernen. Ja, wer gibt es zur Body Armor und allgemein zur Quantum und zur Nanosuit nicht zu sagen. So, fügen wir wieder unsere normalen Parts an. Und der Rest kann weg. So. Ah, geil. Gut, weiter geht es jetzt gleich mit den normalen Gerätschaften, die man jetzt sonst noch so braucht. Und dann nehme ich jetzt einfach mal alle mit. Die Toolbox kann ich euch noch ganz kurz zeigen, denn die hat eigentlich nur relativ wenig Sinn. Wenn man sie öffnet, werden alle Gerätschaften, die man von Industrial Craft im Inventar hat, also die auf der Leiste liegen, werden sofort in die Toolbox gesperrt. Und wenn man mit einem Rechtsklick drauf geht, dann werden diese quasi wieder entpackt. Mittlerweile scheint das Ganze sogar soweit zu funktionieren. Früher war es so, dass es einfach nur buggy war und ständig Probleme verursacht hat. Weiteren Nutzen von der Toolbox gibt es nicht. Und da man normalerweise bloß einen Diamant-Drill und eine Kettensäge am Start hat, ist es eigentlich relativ sinnlos, die Toolbox mit sich rumzuschleppen für diese zwei Geräte. Gut, kommen wir gleich zum Diamant-Drill. Dieser ist die Aufwertung des normalen Mining-Drills. Der Mining-Drill ist im Endeffekt die normale Eisenspitzhacke in EU-Form. Das soll heißen, dass man mit ihr alles normal abbauen kann. Allerdings ist es jetzt ist das Gerät nie allzu schnell. Und mit dem internen Speicher von 10.000 EU kommt man irgendwie, ich glaube, 220 Block weit. Der Diamantdrill ist deutlich schneller im Abbau von Blöcken und hat eine lustige Eigenschaft, dass er bei Sand und normaler Erde, die unter der Oberfläche ist, deutlich überreagiert und dass man damit relativ schnell große Löcher ausheben kann. Wie gesagt, gleiches gilt bei Sand. Mittlerweile ist es übrigens der Fall, das möchte ich vielleicht als Warnung vorneweg geben, auf neueren Servern der Version 1.3.2, also in Up-Version 1.3.2, ist es so, dass teilweise, wenn man den Sand zu schnell abgräbt, dass sich Blöcke bilden, die auf Spielerseite unsichtbar sind, allerdings auf Serverseite nicht unsichtbar sind, beziehungsweise nicht abgebaut sind, und in diesen bleibt man dann hängen. Das ist äußerst nervig und deswegen sollte man primär bei dem Abbau von Erde und Sand darauf achten, diese nicht zu schnell abzubauen. Ah, das sind jetzt die zwei Arten, Mining Drill und Diamant Drill. Wie gesagt, da nehme ich nicht viel, nur der Geschwindigkeitsvorteil eines Diamant Drills ist doch relativ beachtlich, auch wenn dieser dann bloß 180 Blöcke weit kommt. Aber da man normalerweise ein Backpack oder ein Lappack hinten auf dem Rücken geschnallt hat, sollte man damit eigentlich gleich auf den Diamant Drill gehen. So, jetzt noch einige Worte zur Kettensäge. Diese ist, wie man jetzt vielleicht schon vermuten könnte, dafür da, um Holz zu fällen. Zum Beispiel diesen Baum da. Die Kettensäge ist außerdem ultraschnell beim Abbau von irgendwelchen Blättern. Und das Schöne ist, die Blätter bleiben alle erhalten. Gleiches gilt übrigens beim Abbau von Gräsern. Die ganzen Gräser droppen dann alle schön geordnet ins Inventar. Gut. Als weitere gibt es noch die Electric Hoe. Das ist im Endeffekt die ganz normale Hoe, nur halt in elektrischer Form und hält quasi ewig. Die ist halt dafür da, um einfach das Gras ins Farmland zu verwandeln. Ja,
Weitere Nutzen gibt es eigentlich nie. Und wenn man sie einmal gecraftet hat, also die leer zu kriegen, ist fast eine Kunst. Gut. Die Chainsaw übrigens, vielleicht noch als kleiner Tipp, hat die Möglichkeit, auch verdammt viel Schaden auszuteilen. Also diese ist durchaus dazu fähig, mit einem fetten Schwert der Klasse Eisen bzw. Diamant locker mitzuhalten. Auch wenn sie nicht verzaubert ist. Gut, damit sind wir bei der Chainsaw und dem Drill durch. Haben wir noch das Nano Saber. Das ist ein Schwert, was, glaube ich, immer noch verdammt verbuggt ist. Ihr könnt mit einem Rechtsklick das Schwert, wie ihr gerade gesehen habt, laden. Dann nimmt es einiges an Energie und verteilt beim nächsten Schlag mehr Schaden. Allerdings hat das Schwert einige Probleme. Das ist teilweise nicht ganz mit dem Server synchronisiert oder dass der Schaden komisch ist oder dass zum Beispiel andere Spieler, wenn diese getroffen werden und der PvP-Modus eines Servers angeschaltet ist, dass diese Quantum- und Nanosuit-Armor innerhalb von 0, nix zerbrechen. Und nicht nur zerbrechen, sondern die gehen komplett kaputt, was bei denen eigentlich sonst nicht der Fall sein dürfte. Ja, und mehr gibt es zu Nanosäbern zu sagen. Der Normalschaden ist ungefähr der eines Diamantschwertes. Und das Ding verbraucht einfach verdammt viel Strom. Gut, machen wir weiter mit den fetten Geräten, dem Mining Laser. Der hat einen internen Speicher von 200.000 EU. Und diesen braucht er auch, denn das Gerät verschießt einiges an Energie und ein Labpack ist auch innerhalb von wenigen Minuten Geschichte, wenn man damit nicht ein bisschen aufpasst. Gut, dieser braucht jetzt zum ersten Mal die sogenannten Mode Switch Keys. Wenn man jetzt wie bei mir auf M drückt und Rechtsklick drückt, dann kann man hier verschiedene Modi durchschalten. Und wir fangen erstmal an mit dem kleinsten Modus, mit dem Low Focus. Dieser macht mit Abstand den meisten Schaden, wenn man jetzt auf Einheiten oder auf Mobs drauf schießt. Allerdings ist er dazu zum Minen relativ ungeeignet, weil er immer bloß einen Block wegschießt. Das ist jetzt der Log-Fokus und der hat jetzt hier immer nur den einen Block weggeballert. Und das macht auch keinen Unterschied bei Bäumen und so weiter. Dieser hat außerdem eine geringe Reichweite, wenn es jetzt danach geht, wie weit das Projektil überhaupt fliegt. Wie ihr seht, ich kriege das den Baum da hinten nicht mehr anvisiert. Aber hier, so einzelne Blöcke, kann ich damit rausschießen. Der nächste Modus ist der Modus Long Range. Das ist natürlich jetzt schon wieder was ganz anderes. Wenn man damit mal richtig rumballert, dann kann man auch mal alles Mögliche entflammen. Und ja, wie gesagt, das Ding hat eine relativ hohe Reichweite und verbraucht verdammt viel Energie. Wie weit das wirklich schießen kann, seht ihr hier eigentlich ganz gut. Das ist der Modus Long Range. Der Schaden des Modus selbst ist auch relativ hoch und wenn man jetzt meinetwegen auf die Jagd des Enderdrachens geht oder auf einen Wither trifft, dann sollte man auf jeden Fall diesen Modus bevorzugen, da dieser wirklich den meisten Schaden verursacht. Und beziehungsweise den meisten Schaden nicht, aber er hat die höchste Reichweite und damit ist einfach die Trefferwahrscheinlichkeiten von den Bösewichten auch gegeben. Weiter geht es mit dem Modus Horizontal. Das ist dieser. Hat eine kürzere Reichweite als Long Range, allerdings deutlich weiter als das sogenannte Superheat, was jetzt hier danach kommt. Und damit kann man jetzt schon relativ viel machen, denn Superheat ist wirklich dafür da, um Sachen einzuschmelzen. Dafür gibt es auch einen kleinen, sehr netten Effekt. Wenn man Superheat auf den Boden, zum Beispiel jetzt auf Sand anwendet, kann man damit Sand in Glas verwandeln und Cobblestone in normalen Stone. Da habe ich jetzt keinen Cobblestone, den ich dabei habe, bauen wir uns einfach einen hin. Flup. Und so kann man den Cobblestone einfach in Smoothstone verwenden. Umbauen. Verwandeln. Irgendwas. Gut, das jetzt zum Thema Superheat. Horizontal hat, wie der Name schon sagt, übrigens den Vorteil, dass er wirklich immer versucht, dem Horizont zu folgen. Also sprich, auch wenn ich ihn jetzt so reinschieße oder so reinschieße, er wird immer nur geradeaus fliegen. Allerdings natürlich, wenn man ihn schräg schießt, dann wird er auch schräg fliegen. Also wenn ich ihn jetzt so in die Wand reinballere, dann wird er auch schräg in die Wand reinfliegen. So, das war zum Thema Superheat. Scatter. Für Scatter habe ich hier eine kleine Ebene vorbereitet, denn Scatter kann man hier oben relativ schlecht zeigen. Das mache ich lieber direkt von hier. Ich springe jetzt einfach ein Stück hoch und dann beobachtet ihr, was hier passiert. So, wie ihr seht. Dieser ist quasi ein Streumodus, der jetzt in alle Richtungen
streut und dort alles Mögliche zerrungst. Direkte Reichweite ist auch relativ hoch, wie man hier sieht. Also der Schaden von Scatter und auch der Energieaufwand von Scatter ist relativ immens. So, und das zum letzten Modus zu kommen, das ist der einfache Explosivmodus. Den wollte ich da oben auch nicht demonstrieren, deswegen eher hier. Wenn man jetzt mit dem Explosivmodus hier schießt, dann ballert man quasi einfach Löcher und die ganzen Blöcke, die hier droppen, bleiben alle erhalten. Und das gilt übrigens für alle Modi des Mininggläsers. Sämtliche Blöcke, die man mit dem Ding rausschlägt, bleiben erhalten, außer von Bäumen und so weiter. Vielleicht noch einige wenige schöne Hinweise. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Jungle Wood pflanzt, ein Jungle Tree, sorry. Halt, vier Stück. Wir brauchen einen großen. Jetzt hoffe ich, dass das mit dem Bone Meal auch geht. Ansonsten bin ich aufgeschmissen. Schade, es gab mal eine Zeit, da das funktioniert. Vielleicht noch ein ganz kurzer Test. Wenn das jetzt hier ohne geht, dann müsst ihr mir einfach glauben. Ha! Perfekt. Da kann man jetzt die ersten Blöcke einfach rausschlagen. Mit der Kettensäge. Relativ empfehlenswert. Und jetzt geht man hier zum Beispiel auf Modus Long Range. Hat, wie gesagt, den höchsten Modus. Und wenn man jetzt hier schön unten drunter steht, kann man einfach die vier Blöcke rausballern. Und es hat den Vorteil, dass Long Range so viel Energie verbreitet, dass auch der Baum am Ende Feuer fängt. Und meistens ist es so, dass das Feuer sogar ausreicht, um die komplette Krone oben abbrennen zu lassen. Leider war das jetzt gerade mal daneben der Fall. Da kann man einfach ein bisschen mit Long Range hinterherballern und kann den ganzen Baum quasi in kürzester Zeit abbauen. Und die ganzen Blöcke, die droppen, kann man dann einfach aufsammeln. Das waren jetzt dementsprechend knapp 40 Jungle Wood. Gut, mehr gibt es zum Mining-Laser jetzt erstmal nichts zu sagen. Und nun kommen wir zum letzten Teil, und zwar dem Wrench. Das ist mit Abstand die wichtigste Komponente von dem ganzen Industrial Craft, zumindest wenn es darum geht, die Maschinen wieder abzubauen. Denn ich kann euch ganz kurz experimentell zeigen, was passiert, wenn man die Maschinen einfach so abreißt. Da hätten wir zum Beispiel den Induction Furnace. Pupp. Was kriege ich raus? Kein Induction Furnace, ich kriege einen Advanced Machine Block, weil dieser aus einem Advanced Machine Block gecraftet wird. Das sollte man vielleicht auch abreißen. Gleiches gilt für den Macerator zum Beispiel. Wenn man den abreißt, kriegt man einen normalen Maschinenblock, weil dieser aus einem normalen Maschinenblock gecraftet wird. Ja, nun ist das Problem, wie reißt man die Maschinen ab, ohne sie kaputt zu machen. Dafür gibt es zwei Varianten. Zum einen gibt es den normalen Wrench und es gibt die elektrische Variante des Wrenches. Auch einfach mit einem Electronic Circuit und einer Batterie gecraftet. Der normale Wrench hat eine ungefähre Wahrscheinlichkeit von 70-90%, dass die Sachen ganz bleiben. Allerdings bleiben damit halt immer noch ungefähr 30-10% übrig, wo die Sachen dann einfach kaputt gehen und wenn man Pech hat, ist halt dann auch mal eine MFSU einfach Schrott. Dementsprechend würde ich jedem empfehlen, sobald er die Möglichkeiten hat, auf einen Electric Wrench umzuschalten, denn dieser hat zwei Varianten. Man kann mit dem Mode Switch Key, nämlich jetzt hier unten rechts, unten links, umschalten, wie der Modus des Wrenches sein soll. Wenn man den Loss Wrench Mode disabled, also ausschaltet, dann hat er eine ähnliche Wahrscheinlichkeit wie der normale Wrench, allerdings verbraucht er dabei nur sehr, sehr wenig Energie. Wenn man den Loss Mode anschaltet, wird der Wrench jedes Mal, wenn man einen Block abbaut, der zum Beispiel jetzt, nehmen wir hier die MFSU, wenn ich diese jetzt abbauen möchte, mache ich einfach einen Rechtsklick drauf und der Block wird abgebaut. Allerdings verbrät das Ding dabei ca. 10.000 EU. Also sollte man da auch bewusst mit umgehen. Aber die MFSU bleibt erhalten. Das ist ganz wichtig. Für kleinere Geräte von Industrial Craft gilt, also zum Beispiel Startgeräten wie Generatoren, Badbox, LV-Transformer, für die kleinen Geräte, wie gesagt, gilt, dass man keinen Wrench braucht. Das kann man einfach mit der Spitzhacke oder irgendwas abreißen. Das ist kein Problem. Alles, was irgendwie ab MFE-Stärke oder ab irgendwelchen Maschinen losgeht, das sollte man auf jeden Fall mit dem Wrench abbauen.
Ansonsten hat man, wie gesagt, bei Pech hat nur noch einen kleinen Maschinenblock rumliegen. Aber der Wrench kann auch mehr. Und dazu möchte ich jetzt noch kurz kommen, denn dieser ist eigentlich dafür da, um auch Sachen zu drehen. Wie vielleicht schon mal gezeigt, hat zum Beispiel ein Transformer, wie in der ersten Episode gezeigt, einen Input mit hoher Energie und 5 Output-Slots mit niedriger Energie. Wenn man sie hin platziert, dann werden immer die 3 Punkte, also die hohe Energieleistung, auf einen zeigen und die niedrige Energieleistung, die wird einen von einem wegzeigen. Nun kann man das Ding einfach drehen, indem man auf die Seite klickt, wo jetzt die hohe Energieleistung quasi anliegen soll. Das Drehen selber nimmt fast keine Energie in Anspruch. Und man kann mit einem Doppelklick auch dann einfach jetzt hier auf die hohe Seite zum Beispiel das Gerät wieder abbauen. Eine weitere Möglichkeit ist, wenn man jetzt meinetwegen den Block von oben setzt, mal so machen, ja, hier einen Diamantblock hin, ich setze den Block von oben, weil ich keine andere Möglichkeit habe, weil ich keine andere Möglichkeit habe, den Block anders anzuschließen oder beziehungsweise hier richtig hinzusetzen. Und man möchte aber von unten die hohe Energie rankriegen. Da kann man einfach mit Shift, also quasi dem Ducken und Rechtsklick, das Ding auf die andere Seite hieven. Also sprich, genau auf die gegenüberliegende Seite werden dann die Punkte hingelegt. Also mit Shift, Rechtsklick und der Punkt liegt auf der gegenüberliegenden Seite. Für Speichereinheiten gilt, diese haben einen Ausgang, das ist immer der Punkt. Und alle anderen Seiten sind Eingänge. Und gleiches gilt hier auch, wenn man den Block platziert, wird einen der Punkt immer anschauen. Und mit einem Rechtsklick des Wrenches kann man einfach die Ausgänge verdrehen. Und auch mit Shift-Rechtsklick kann man den Ausgang auf die gegenüberliegende Seite hinschaffen. So, was kann man noch mit dem Wrench alles machen? Sekunde. Ja, ich habe jetzt ganz kurz nochmal nachgeguckt, ob ich irgendwas vergessen habe zum Wrench noch zu sagen, aber ich glaube wirklich, dass ich jetzt zu dem Ding alles gesagt habe. Und ich möchte noch einen Hinweis geben, den ich glaube in der Folge von den Maschinen vergessen habe. Die Maschinen sind alle so, dass sie natürlich keine Energie ausgeben können. Es sind alle Seiten dieser Maschine als Input-Slot für die elektrische Energie hier zur Verfügung. Also es stehen alle Seiten zur Verfügung. Es ist also völlig egal, ob ich das Kabel hinten anschließe, oben anschließe, von der Seite anschließe oder von wo auch immer. Hauptsache es liegt irgendwo ein Kabel dran. Und wenn man jetzt meinetwegen eine Speichereinheit hier anschließen möchte und diese nach oben drehen möchte, hat man jetzt auch mehrere Möglichkeiten. Also ich werde es mal ganz kurz demonstrieren. Ich nehme einen Massereter. Flip. Und vielleicht auch gleich mit dem Wrench. Badbox. Und möchte jetzt meinetwegen diesen Macerator hier hinsetzen und die Badbox ist jetzt meinetwegen hier und guckt dich an. Was macht man da? Das einfachste ist, entweder man kriegt das gleich hin, die Badbox anders hinzusetzen, also sprich von oben hinzusetzen. Das wäre jetzt in dem Fall von so. Flup. Dann zeigt der Punkt automatisch nach oben. Oder man hat halt die Möglichkeit, man gräbt sich unten drunter, setzt den Punkt hier unten drunter. Wo ist meine Battery? Da hinten. Flup. Man setzt den Punkt hier unten hin. Und dann mit Shift-Rechtsklick kann man den Punkt auch nach oben hinsetzen. So. Und eine andere wichtige Sache habe ich noch nicht angesprochen. Es gibt hier für jede Maschine Slots. Diese werde ich in der nächsten Folge, also quasi wenn ich meine große Maschine in Anführungsstriche bauen werde, um alles zusammenzufassen, werde ich diese Slots mit vorstellen, da diese durchaus Sinn haben und für sinnvolle, ja, oder beziehungsweise für wichtige Sachen im Endeffekt zu nutzen sind, zum Beispiel, wenn man jetzt die Geräte schneller machen möchte. Aber alles das und dazu mehr in der nächsten Folge und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.